Boris Palmer ist uns zugeschaltet aus Tübingen. Herr Palmer, Sie sind Oberbürgermeister. Wer die Politik der Regierung kritisiert und falsch findet in dieser Krise, muss der eigentlich gleich ein Verschwörungstheoretiker sein? Ganz sicher nicht. Ich bin Anhänger einer These, die der frühere Tübinger Professor Lord Ralf Dahrendorf formuliert hat, dass nämlich in der Demokratie die Integration durch Streit gelingt. Das klingt erstmal paradox, aber wenn Sie an normale menschliche Beziehungen denken, solange man miteinander streitet, ist man noch im Gespräch. Erst wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann wird es schlimm. Und ich glaube, wir sind dabei, einen ähnlichen Fehler zu machen wie 2015, als eine moralisierende Alternativlosigkeit postuliert wurde und jeder, der Widerspruch hatte, und sei es nur im Detail oder im Teil, der wurde sofort auf die Seite geschoben, beiseite gedrängt, manchmal auch diffamiert oder, wie es jetzt dann eben passiert, als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Oder man wird eben von Herrn Lauterbach dafür verantwortlich gemacht, dass so und so viele 100.000 Tote sterben würden, wenn man nicht genau das macht, was er für richtig hält. Und diese Alternativlosigkeit, die hat schon in der harten Shutdown-Phase dazu geführt, dass Millionen Leute Videos angeguckt haben von Suharit Bhakti oder Dr. Wodarg und anderen, Professor Homburg. Da gab es eine Gegenöffentlichkeit, aber die großen Medien haben das kaum aufgegriffen. Und dass jetzt da was zum Vorschein kommt durch die Demonstrationen, das hätte man, glaube ich, früher ahnen können und durch mehr Streit in der Sache besser gestalten. Nun wurde ja aber wahnsinnig viel kommuniziert. Wir werden gleich noch klären, ob das richtig passierte und genug war und strukturiert genug war. Mich würde noch interessieren, was denken Sie, wäre Ihr Vater Helmut, der Rebell von vom Remstal, wäre der irgendwie mit auf den Straßen gewesen jetzt in Stuttgart? Also mein Vater war ein sehr freiheitsliebender Mensch und diese Einschränkungen hätte er nur sehr, sehr widerwillig hingenommen. Er wäre einige Zeit jetzt alleine auf Bäume gegangen, um die zu schneiden, weil da kein Infektionsrisiko bestanden hätte. Aber er hätte an der Demonstration teilgenommen und er hätte ganz vielen Demonstranten ordentlich die Meinung gesagt, weil da ganz eindeutig Menschen dabei sind, die kruden Theorien folgen. Aber es sind halt auch viele dabei, die ernsthaft sagen, ich hätte gerne den schwedischen Weg oder ich möchte dieses oder jenes anders. Mir geht es zu weit, das ist nicht verhältnismäßig, das ist nicht zielgenau. Und dafür gibt es durchaus gute Gründe.